Papa dabei. Heute sind wir auf wie viel Blut in den Kopf. Linke Linie bitte ein bisschen rechts halten, 5 Meter vor euch beiden. So. Sehr pützig. Ja, in die Gemete, oder? Gemete, wie gesagt, findet ihr der Stau. Also ganz schnell. Pack mal alles hoch. So, links in diesem Bus hier vorne. Hinter das Gehölz hier. Du bist? Und wenn einer es einrichten könnte, nochmal wieder unter die Ruder. Das jetzt noch rechts halten.
Sie wieder abgelegt, ne? Da hüpft es jetzt. Dann müsste noch ein zweites eigentlich hier irgendwo sein, ne? Oder hier, oder? Ja, wir müssen das noch rausdrücken. Das ist nicht raus. Habt ihr es bekommen, Thorsten? Also wir versuchen es gerade noch rauszudrücken, aber wir finden es nicht mehr hier in der Ecke. Nochmal mal kommen, Simon. Was sucht ihr denn? Ach, jo, hier hinten ist es. Am Laufen. Aber eigentlich müsste hier noch, wo wir gerade stehen, auch noch eins sein. Dein Punkt im Getreide, vielleicht ist es dein, glaube ich. Gut, dann springe ich eben über den Stachel, oder was? Wenn es im Getreide ist, dann kannst du auch liegen bleiben, oder nicht? Das müsste doch hier noch gewesen sein, oder nicht? Ja, hier ist nur noch der Blühstreifen, ich weiß nicht, was damit ist. Hier ist es abgegangen jetzt. Es kommt rüber. Also, da. Ja, eins müsste hier vorne links, rechts sein. Nee, das war das jetzt aus der Fläche, meine ich. Wie bitte? Lass es liegen, wenn es noch eingerollt liegt. Jo. Ja, machen wir ja noch so hoch. Ist da ein Minus? Ah, dann rennen die beiden. Sind jetzt hier im Weizen drin. Dann soll die erstmal mehr hier hinfahren, wenn es geht. Okay, das war enttäuschend. Hier. Mach dir keine Sorgen, die sind dicht. Nein, sind die Pütze. Die sind nicht cool aus. Oh ja. Die wollen alle Foto hier, wo die Mann. Ja, ich kann die alle schicken. Guck, hast du gesehen da vorne? Da ist gerade ein. Da hinten. Da hüpft gerade ein Reh.
Siehst du das? Ja? Ich denke, das Video zeigt gut, dass es sich lohnt, diese Wildtierrettung zu machen. Früh aufzustehen und einfach belohnt zu werden durch die Natur am Morgen, die man so kaum zu Gesicht bekommt. Und auch an die Kritiker, ja, es werden hier und da mal Fotos gemacht. Aber nicht, um sich bei Social Media zu bereichern, sondern um die Erinnerungen an diese Momente wieder aufzurufen und aufzuklären. Zudem als Belohnung für die Motivation der Person hinter der Wildtierrettung. In diesem Video habe ich einfach mal die Aufnahmen wirken lassen, ohne groß zu kommentieren. Ich würde mich natürlich freuen zu wissen, wie ihr das Ganze fandet. Natürlich freue ich mich über jegliche Reaktion, Daumen hoch, Abo mit Glocke oder Kommentare. Das motiviert mich, weiter solche Videos für euch zu machen und belohnt meine Arbeit. Von daher vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.